Die Schönburg in Oberwesel im 12. Jahrhundert erbaut. Bis 1719 war sie im Besitz der Ritter von Schonenburg. Vor 56 Jahren pachtete Familie Hüttel die Burg von der Stadt. Mittlerweile führt Wolfgang Hüttel sie in zweiter Generation. Herzlich willkommen auf unserer Schönburg. Sie sehen im Hintergrund meine Familie, meine Frau. Wir arbeiten nicht nur hier, wir leben auch hier. Es ist unser Zuhause. Kommen Sie mit, wir zeigen es Ihnen. Ein 4-Sterne-Hotel der besonderen Art. Mit Stil und Geschmack hat Wolfgang Hüttel hier saniert, ausgebaut und getüftelt. Moderne Technik kommt nur nach Bedarf zum Vorschein. Und auch so manches Badezimmer ist hinter einer außergewöhnlichen Tür versteckt. Ideen, die hat der Chef des Hauses jede Menge. Auf der Burg kann er sie ausleben, was anderes blieb ihm auch gar nicht übrig. Sein Küchenchef hatte den Patron nämlich gebeten, doch bitte keine Unruhe mehr in die Hotelküche zu bringen. Ja, und dann bin ich meiner Frau ein bisschen auf den Wecker gegangen, war ich im Büro den ganzen Tag. Ja, und dann hat die mich rauskomplimentiert und habe gesagt, da musst du was anderes einfallen lassen. Ja, und so ist das entstanden. Und wir haben dann jetzt angefangen, Zimmer für Zimmer zu renovieren, aber dann nicht so, wie man das normal macht, so billige Tapete, billigen Teppich. Stattdessen edle Antiquitäten aus aller Welt. Auch die hat der Hotelchef gemeinsam mit seiner Frau zusammengetragen. Sein Motto für die Schönburg, nichts ist unmöglich. Das Schönste ist ja, wenn einer sagt, das geht nicht. Und dann springt bei mir das Hirn an und dann sage ich, und dann muss man irgendeinen Weg finden, dass das geht. Und das Schönste ist dann, wenn man den Weg findet. Einen Weg hat Wolfgang Hüttel auch bei seiner Frau Barbara gefunden. Sie kümmert sich um die Finanzen auf der Schönburg. Vor der Hochzeit 1976 war es jedoch nicht so klar, ob die Burg zum gemeinsamen Lebensmittelpunkt werden würde. Ich habe hier angefangen, während des Abiturs zu servieren, habe mir das Geld für einen Führerschein damals verdient. Ist jetzt, das war 1973, also eine Weile her. Und habe ihn dann kennengelernt und lieben gelernt und habe dann am Anfang gesagt, also du ja, du bist es. Burg und Hotellerie? Nein, never. Ich habe gedacht, die Frau ja und die Burg auch. Und ja, ich musste halt lang genug baggern, bis sie dann einverstanden war. Mittlerweile sind es mehr als 30 gemeinsame Jahre auf der Burg. Es ist spannend, kostet ganz schön Nerven manchmal. Also es geht ja jetzt schon, man hat sich ja aneinander gewöhnt und kommt miteinander gut klar und hat die Rollen aufgeteilt, mehr oder weniger. Aber es ist, Berg und Tal. Fahrt. Ist es. Einfach ist das nicht. Schön ist halt, dass ich so ruhig bin. Mit im Boot der jüngste Sohn Hermann. Er hat in namhaften Betrieben in aller Welt gelernt. Auf der Schönburg managt er jetzt die Finanzen. Auch sein Ehemann Karl arbeitet in der Hotelküche mit. Als Amerikaner weiß der Koch das Burgambiente besonders zu schätzen. Zusammenleben und arbeiten. Klappt das? Das klappt sehr gut. Dadurch, dass ich am Empfang bin und er in der Küche. Das klappt richtig. Man kommt sich wenig in die Quere dadurch. Wenn was passiert, muss er eher mit meinem Bruder das Ganze ausfechten. Da haben wir keine Aneckungspunkte. Der ältere Sohn Johann leitet den Service und ist vor 2 Jahren auf die Schönburg zurückgekehrt. Seine Frau Alexandra ist mit im Service. Die Schönburg, ein echtes Familienunternehmen. Ja, es ist eine Heimat. Man kommt rein, es ist natürlich zu Hause. Und jedes Eck hat man als Kind schon gekannt, man hat hier mit malern müssen oder da was abgeschleift. Und, Glas ist, man ist ja auch mit groß geworden und mit reingewachsen. Also es ist schon Heimat. Also. Familienrat der Hüttels, alle Maßnahmen, die die Burg betreffen, werden gemeinsam diskutiert und beschlossen. In 2 Jahren will Wolfgang Hüttel die Geschäfte ganz seinen Söhnen übergeben. Da sollen sie gewappnet sein. Wir sind ja auch ein bisschen durch die Welt gekommen, haben Familien gesehen, wo der Patron 76 war und der Kleine mit 44 Jahren immer noch der Kleine war. Und das ist schiefgegangen. Und ich denke, so kann es gehen. So wird es gehen. So muss es gehen. Wolfgang Hüttel hat sich für sein neuestes Projekt, den Burgpark, schon einmal aus dem Inneren des Burggemäuers zurückgezogen. Eines ist sicher, auch der Park wird außergewöhnlich. Sein Fazit zum Leben auf der Burg. Ach, ich sag mal, einen schöneren Größenspielplatz hat auch keiner, oder?